Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock The Sims 4. Ja, heute ist der große Tag, wo der Brindleton Postal finalisiert wird. Oh ja. Gut, wir brauchen definitiv noch einen Postkasten. Ist mir nämlich auch so aufgefallen. Der Post. Oder handelt sich der Briefkasten? Briefkasten. Da haben wir's. Da haben wir den Briefkasten. Der Briefkasten ist der ganz normaler. Hier mit sowas hier einfach Miau-Briefkasten. Ist irgendwo niedlich. Kann man machen. So einmal einen Miau-Briefkasten ist schon. Oh, das ist ganz putzig. Den kriegen wir da so hin. Das ist doch ganz niedlich. Oh ja, so ein schöner Miau-Briefkasten, oder Leute? Ist das nicht schlecht? Also Leute, wisst ihr gar nicht, was ich sagen soll. Ist schon krass geil. So, dann habe ich gesagt, müssen wir hier nochmal rein. Wir müssen die Merkmale des Grundstückes definieren. Was haben wir denn da? Wir machen hier hundefreundlich. Nicht verfügbar für Tierkliniken, Wellnesscenter, Restaurant und sowieso. Aha, Katzenfressen will ich auch nicht. Kinderparadies definitiv nicht. Kobolde, Party Location, private Behausung ist das definitiv auch nicht. Was haben wir denn hier? Schnelles Internet. Na, das wäre ja mal toll, wenn man hier verflucht. Wichtel. Die Wichtel reparieren da alles. Machen wir auf jeden Fall rein. Ist nicht verkehrt, wenn wir hier Wichtel reinmachen. Was haben wir denn sonst noch? Übungsgelände? Nee, Zuchtgelände definitiv auch nicht. Wissenschaftliches? Ja, ist ein bisschen wissenschaftlich auf jeden Fall. Und dann Wundermünzen. Ja, der wird hier sozusagen von der Krankenkassen supported. So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Die Tierarztklinik. Kleidung. Da wäre Ditte und Ditte. Das Pinke sieht schon ein bisschen peinlich aus. Das ist eher realistische Geschichte. Wir können aber mal gucken, ob wir auch selber mal was kurz kreieren können. Wir gucken uns das mal an. Männlich. Was haben wir denn da? Ah, da sind die Teile drin, ne? Das Ditte? Das Ditte? Das ist ja nicht. Das Ditte? Warum ist da Ditte? Hä? Ja, so. Kann ich denn hier sortieren? Warte mal, Modeauswahl. Warte mal, irgendwie glaube ich, habe mich fast verklickt. Warte mal. Diesen Haushalt zurücksetzen, danke nochmal. Hä? Erstellen einen Sim verlassen, warte mal. Irgendwas, ich glaube, ich habe halt ganz großen Mist gebaut. Irgendwas stimmt jetzt hier ganz und gar nicht. Warte mal. Umziehen, warum umziehen? Das ist Quatsch, ich will hier auch nicht umziehen. Was soll das? So. Hier, so, jetzt nochmal. Also manchmal, wie sie grob jemand Sache ist, oder? Schauen wir mal. Okay, jetzt hat er mir da einen reingemacht, den ich editieren wollte. Okay, dann editier mal den mal. Ja, erstellen einen Sim, danke sehr. So, also, gehen wir mal hier rauf. Dann gehen wir mal auf die Auswahl. Modeauswahl. Packs. Hunde und Katzen, danke. Hose. Schauen wir mal, was der für Hosen hat. Wobei, ich würde schon gerne die Arzthose eher reinnehmen, die etwas normalere. Ihr wisst schon, was ich meine. Hat er mir die Auswahl da gekillt? Hier, Packs, danke. Wunder mich schon, warum ist denn da so viel Auswahl? So, jetzt. Jetzt sind die hier. Jetzt ist die in grün. Das würde die in grün gehen.
Das würde sogar gehen, rein theoretisch. Weil was haben wir denn da für Oberteile? Hunde, Katze, Oberteile. Das wäre Ditte. Da könnte man theoretischerweise auch ein Grün machen. Ah, so, okay. Ich würde mal sagen, ja. Aber sowas von ja. Dann kann man das sogar in diesen Halblook lassen. Beziehungsweise, das gab's sogar schon. Oh Mann, bin ich blöd. Oh Gott. Das ist so krass wieder mal. Manchmal bin ich auch extrem verpeilt. Beziehungsweise, wir können ja mal gucken, wie die normale Arztpraxiskleidung aussieht. Pass mal auf, wenn wir schon mal dabei sind. Mal so für Spaß. Wir gehen da nochmal rein. Ja, hör zu meckern. Jetzt will ich's wissen. Pass auf, wir gehen einmal in die Beinbekleidung. Und holen uns mal die Modeauswahl. Packs, jetzt weiß ich nicht. Das muss gewesen sein an die Arbeit. Kombination. Da ist jetzt so viel drin, ne? Das ist der Kellner. Hier kommen die Tiere angeliefert, dann werden die gleich geschlachtet. Oh, Exos, wie kannst du sowas sagen? Das ist doch gemein. Ich weiß. Haben wir hier keine normale Arztpraxis-Klamotten? Was ist denn das? Das ist so cybermäßig. Mal gucken, eine Modeauswahl. Packs. Das da. Da ist nur sowas drin, ne? Was haben wir denn sonst noch? Das ist die Kombination. Hier ist vorgefertigte Looks. Schauen wir uns das mal an. Gott, das ist mittlerweile auch ganz schön viel geworden, ne? Gott, das hört gar nicht auf. Vor allem den Looks, die wir definitiv noch nie ausprobiert haben und ich denke auch nie ausprobiert werden. Das Vader. Ich bin deine Mutter. Nein. Emo-Look, toll. Pass mal auf, wenn wir nochmal hier reingucken. Hunde und Katzen, da ist ja schon das, was hier gelistet wird. An die Arbeit. Doch auch Arzt, oder? Nee, das ist kein Arzt. Ist das Arzt? Wie nennt sich dieser Look? Warte mal. Ja, mach mal hier. Beziehungsweise vorgefertigter Look an die Arbeit. Pass mal auf, gucken wir mal da. Einmal Packs. An die Arbeit. Geschäftsleben, Hochwasser, hotter Hipster. Minimum Rage. Yeah. Nun habe ich so das Gefühl, dass das, was uns da geliefert wurde, schon die beste Möglichkeit ist. Werde berühmt. Vampire. Vintage, Fitness. Feiertage. Outfit-Kategorie, Alltag, Abend, Karriere. Scheint Arzt zu sein. Karriere. Oder wir packen die alle in Sträflings-Outfit. Hier gibt's auch keine andere Farbe. Was ist das? Aha. Ja, weiß ich auch nicht. Karriere. Machen wir an die Arbeit weg. Kommt da ein bisschen mehr? Ja. Aber auch nicht wirklich, was man haben wollen würde. Es ist anscheinend wirklich so,
wie es ist. Es ist so, wie es ist. Das heißt, wir können da rumdoktern, wie wir wollen. Das ist wirklich diese Auswahl. Und zwar die beiden grünen Mana, dann ist das schon schick. Die rosa finde ich ein bisschen krass. Aber grün passt ja zum Klinikstil hier, ist schon in Ordnung. Kann ich denn hier noch was anderes einstellen? Doch mal in der Grundstückgalerie ansehen. Aha, teile bla sowieso. Nee, wollen wir nicht machen. Was ich jetzt mache, ist, ich teile es für euch mal. Wir machen das nochmal auf Tag. Guten Morgen, Nachmittag, guten Abend. Nochmal Nachmittag wartet. So, dann machen wir das hier nochmal so hoch. Und dann teile ich mal die Klinik, damit ihr ein bisschen was auch davon habt. Das heißt, wir gehen einmal Galerie öffnen. Ja, bla bla, Schwall. Da haben wir es. Dann möchte ich... Nee, so geht das ja nicht. Warte mal, hier, da ist das Symbol. In meiner Bibliothek speichern, Grundstück speichern. Haben wir es modifiziert? Ich glaube, ja. Wir haben so ein Objekt größer gemacht und so weiter. Ja, haben wir gemacht. Etwas sagen, Kommentare, bla. So, sehen wir nochmal die Bilder. Das ist einmal von der Frontansicht, das ist einmal noch die Ansicht und das ist die Ansicht. Was mir besonders gut gefällt, das ist hier, diese Symbole. Ja, das finde ich schön gelungen hier vorne. Im hinteren Bereich habe ich es ja weggelassen. Mit Absicht auch. So, das ist ditte. Schlafzimmer keins. Es sind zwei Toiletten da. Warte mal, diese topmoderne Einrichtung bietet kranken Hunden und Katzen die allerbeste Pflege. Es heißt, dass der momentane Besitzer bald in Rente gehen und die Immobilien an junge, motivierte Tierärzte verkaufen möchte. Ja, ist tatsächlich passiert. Dann kommt Hashtag Exos hinzu. Hashtag Exos zockt wie den Kanal. Hashtag YouTube. Hashtag have fun. So. Ja, ihr dürft mal Fun haben. Fun mit den Evangelion. Oh Gott, der ist auch alt. Der kam übrigens aus Simpsons. Frag mich jetzt aber bitte nicht, welche Staffel. Das weiß ich jetzt nicht. So, Grundstück in die Galerie teilen. Grundstück in meiner Bibliothek speichern. So, also, wir wollen das mal hier mal in die Cloud reinhämmern. Dann habt ihr auch ein bisschen was davon. Ne, habt ihr schon so fleißig zugeschaut. Ja, könnt ihr ja mal kommentieren, wie euch diese Bude hier so geil gefällt oder nicht gefällt. Eventuelle Verbesserungsvorschläge. Und dann sehen wir uns morgen wieder im normalen Let's Play. Wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen, wenn ihr dürft. Ist ja manchmal auch die Sache. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Shiri-oh.